Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind endlich mal wieder bei der Firma Recaro in Kirchheim. Stehen da schon alle so aufgereiht und warten. Ist daran zu schulden, wir sind wirklich ganz früh hier und wir haben gesagt, wir brauchen auf jeden Fall erstmal einmal Kaffee, weil Tim und ich sind leider wirklich so Kaffee-Junkies. Philipp, sind hallo. Aber so früh im Hotel schön, los, schön, dass wir auf jeden hier. Fall einen Kaffee hallo, brauchen. Hallo Tim. Hallo. Hey, mein Lieber. So, jetzt haben wir es ganz förmlich. Folgende Thematik. Also A, wir probieren ja wirklich schon ganz lange hier mal produktionstechnisch was zu filmen. Hat sich leider immer verzögert. Macht aber nichts, weil jetzt hatte ich wieder eine wilde neue Idee. Mhm. Und zwar, ich habe ja den Abarth von meiner Frau umgebaut zum Rennauto. Also ist mittlerweile wirklich Rennauto geworden und ist auch mittlerweile von der Geschwindigkeit her so, dass wenn man damit auf der Rennstrecke unterwegs ist, die Leute tatsächlich ankommen und das gar nicht glauben können, dass es wirklich noch diese Arbeit ist, weil es so surreal aussieht, wenn das Ding so die Gerade runterfliegt und auf einmal halt wirklich auf M3, GT3 Niveau und so weiter ist. Ne? So, jetzt ist aber tatsächlich, ich habe da von euch zwei Pole Position drin. Und irgendwie ist jetzt so der Punkt gekommen, weil wir da nächstes Jahr vielleicht ein paar Veranstaltungen fahren wollen, wo A, diese Sitze gar nicht mehr zugelassen sind, weil ich glaube, die haben ja immer eine Zulassung, nur auf Zeit. Und die beiden Pole Position, die ich aktuell drin habe, die sind bestimmt schon, weiß ich nicht, positiv gesagt, fünf Jahre. Ja, locker älter als fünf Jahre. Ja. Okay, haben auch schon dann bist drüber. Haben auch schon ein paar Schichten Lack hinten drüber, weil die waren mal bei Marius im Golf, jetzt sind sie im Arbeit und so. Bei uns ist das immer so, wir verkaufen immer nichts, sondern das wandert immer so von Auto zu Auto. Die werden auch jetzt definitiv ins nächste Auto wandern. Mhm. Deswegen. So, und deswegen habe ich mir überlegt, man könnte ja auch mal was Vernünftiges reinmachen. Vielleicht. Was A, wo man besser drin sitzt, mhm, und B halt auch einfach sicherer ist. Ne? Ja, und zufällig hätten wir da was. Ne? Und genau deswegen sind wir hier. Ja, cool. So, ich finde immer wieder euren Showroom geil, muss ich einfach jedes Mal wieder sagen. Vielen Dank. Weiß nicht, ist so ein bisschen für jemanden, der eigentlich einen Sitz sucht, finde ich schon so ein kleines Paradies. Weil, keine Ahnung, selbst auf einer Messe ist es ja schon so, da stehen da mal 2, 3, 4 Sitze. Mhm. Aber wann hat man wirklich mal die Möglichkeit, das ganze Portfolio einmal sich so durchzusitzen? Genau, dann laden wir dich ein, das zu tun. Mal, ne? Erstmal vorweg, wie ist das generell, weil wir gerade beim Thema Zulassung waren? Ist 5 Jahre so ein Ding immer zulassen? Die 4 Sitze haben 5 Jahres Zulassung, ne? Und dann musst du die halt erneuern. Das verlangt die 4. So, ne? Die sind theoretisch halten die auch länger, aber die sind dann halt nicht mehr gültig. Okay, was ist der Grund dahinter? Warum hat sowas für 5 Jahre? Weil ich meine, so ein Sitz wird ja eigentlich schlecht. Gut, der Grund da dahinter ist letztendlich, dass wir hier von einem Composite-Material reden. Das heißt, auch winzige Anrisse oder Beschädigungen sieht man erstmal von außen nicht. Mhm. Die sind aber innerlich da. Das heißt, wenn man mit der Schale, mit dem Auto durch die Kurven brettert und vielleicht mal einen Schlag abbekommt, dann kann es einfach sein, dass innen in dem Laminat einzelne Fasern beschädigt sind. Und deswegen hat da einfach die FIA den Riegel vorgeschoben und gesagt, okay, 5 Jahre Maximum bei den Competition Seats. Und ab dann muss eben ein neuer Sitz her. Das heißt, in diesen, ich sag jetzt mal, historischen Klassen müssen die auch immer wieder neue Sitze kommen? Ja. Wenn sie FIA-Zertifiz oder FIA-zugelassene Rennen fahren wollen, mit den Sitzen, dann muss man das definitiv tun. Ansonsten hast du halt Pech, wenn ein FIA-Kommissar ums Eck kommt. Macht das technisch gesehen aus eurer Sicht Sinn oder sagt ihr, eure Sitze sind eigentlich so gut, die sind nach 5 Jahren genauso wie wenn sie neu sind? Das auf jeden Fall. Also wenn nichts passiert, sind die nach 5 Jahren genauso gut wie davor. Wenn du keinen Crash machst. Wie davor. Ja. Ja, ja. Aber das ist halt, ja, beim Rennenfahren kommt es halt vor, dass da was passiert. Prinzipiell aber meine Pole Position, haben die eigentlich auch eine FIA-Zulassung? Pole Position gibt es mit beidem. Pole Position gibt es mit FIA-Zulassung und es gibt eine Variante für die Straße. Ah, ja, das wird die Straßenversion sein. Wobei, ja, wie gesagt, dreimal überlackiert. Ja, man sieht's. Ja. Also speziell aber okay, wo der Gurt unten rauskommt, da hat die so eine kleine Ausbuchtung für das Gurtschloss. Und die FIA ist da gerade. Ja, ich würde sagen, die ist gerade. Dann ist 4. Ist gerade, ne? Ja, sind gerade. Ja, aber sind keine abgelaufen von daher. Naja, und deshalb zeigen wir dir ja nachher ein Produkt, was beides auf sich vereint. Ne? Mhm. Jetzt haben wir bei der Pole Position eben 2 verschiedene Sitze, die ein bisschen angepasst sind. Und dann gibt es jetzt was. Ich muss bei der Pole Position immer wieder sagen, da habt ihr es auf jeden Fall geschafft, dieses Spagat zu schaffen aus sportlich und
Rennsport, weil du sitzt ja schon richtig fest in so einem Sitz drin und das wirklich über Jahre. Also es gibt wirklich für mich kein Auto, wo so eine Pole Position nicht reinpasst, weil sie einfach, weiß nicht, ich finde einfach, die passt immer. Ist so ein bisschen wie so eine BBS Le Mans Felge, die passt auch auf jedes Auto und so passt diese Pole Position eigentlich auch in jedes Auto rein. Ja, ja, genau. So, und ist super bequem dabei. Ja, okay. Thema Rennsport, wo ist sonst so der große Unterschied zwischen, ich sag jetzt mal, einem Straßensitz und einem Rennsitz? Ja gut, wir sind hier auch von links nach rechts, geht so von der Klasse her, von Top-Profi in Semi-Professionell und Hobby. Das ist jetzt eine P1300, die ist nach einem höheren FIA-Standard zugelassen als jetzt eine Pole Position. Da geht wirklich die Post ab, auch bei der Prüfung, da ziehen wir teilweise mit 14 Kilonewton an der Seite und der Sitz muss halten. Also da sind schon einige Tonnen an Kraft da, die... Der muss ja auch erstmal den Unterboden überhaupt verhalten. Und so. Gut, klar, das darf dann der Fahrzeughersteller machen, beziehungsweise die Rennteams. Es gibt wirklich Situationen, wo das Auto, wo das Fahrzeug komplett im Eimer ist und der Sitz ist intakt, also, und der Fahrer steigt aus. Das Erste, was man gleich merkt, man fällt in so einen Sitz so richtig rein. Ja. Also ist so, man sitzt da drin und fertig. Und du hast ja in der Regel aber auch im Renneinsatz die Hände am Lenkrad. Ja, ne, dann wird es auch bequem. Dann macht es auch tatsächlich, der Schultersupport macht dann Sinn, ne, stört auch dann nicht mehr. Weil ich muss wirklich sagen, als der Abarth immer schneller wurde, gab es irgendwann den Punkt, wo es tatsächlich so ist, wo du dich in dem Originalsitz anfängst unwohl zu fühlen. Mhm. Weil das Auto auf einmal das macht, was es soll. Und jetzt ist es 2 Jahre später wiederum so, mit Slicks und alles passend, ist es jetzt wieder so mit der Pole Position, dass es hier und da schon mal Situationen gibt, wo man so über die Kante rüber, so, wo man in so einem Sitz einfach deutlich besser sitzt. Ne? Ja. Aber das Ding ist natürlich auch echt ein Monster. Ne? Gut, wie gesagt, das ist ein sogenannter Advanced Racing Seat. der ist in höheren Rennserien auch zu Hause. Ich meine, Philipp, der augenscheinlichste Unterschied ist ja zu straßentauglichen Sitzen, dass du den Helm-Support hier hast, ne? und dadurch aber Sichteinschränkungen und die auf der Straße gar nicht fahren darfst. Krass, ja. Ich wusste es auch gar nicht, auf der Nordschleife ist es zum Beispiel so, Touristenfahrten ist ja eigentlich nur Straßenzulassung, da ist es auch tatsächlich so, fährst du mit so einem Sitz vor, geht gefühlt die Schranke gar nicht auf, weil die das sofort sehen. Halt, ne? Genau. Deswegen, ne? Ja. Aber ja, weil auch unabhängig von den Gurten finde ich, wenn du seitlich sicher sitzt, fährst du auch anders über Kuppen und so weiter rüber, weil du irgendwie, weiß nicht, du saugst dich so ein bisschen so in dem Sitz an, finde ich. Ja. Und hast eben ein Popometer. Mhm. Und dieses Popometer gibt dir ja ganz genau Feedback. Ja. Wenn du im Grenzbereich bist, kann ich noch oder bin ich schon? Ja. Aber auch krasse Laufschiene hier drunter, ne? Ja. Die gibt es längst zur Schnellbahn, ja. Genau. Das ist, für häufige Fahrerwechsel natürlich okay, jetzt habe ich's verstanden. Umso besser, weil wir eben nicht umschrauben müssen, sondern einfach Hebel und bewegen. Krass. Und die ist ja auch, also ich habe bei mir immer ehrlich gesagt die Laufschienen ausgebaut, weil nur ich mit dem Auto fahre. Das heißt, ich weiß, wie ich da drin sitze. Genau. Und bei normalen Sitzen, also bei diesen normalen Laufschienen, finde ich, merkt man schon immer noch ein bisschen. Okay, die sind jetzt auch schon extrem, aber das sind auch nicht die normalen, die immer drunter sind. Ne? Die sind auch schon ein bisschen. Die sind speziell. Die sind speziell. Weil das ist ja schon richtig. Aber im Straßenbereich. Hier ist ja wirklich, da geht ja gar nicht mehr. Das ist ja wirklich. Das ist auch ein Unterschied in der Zulassung. Das ist höherer Standard. Die Pro Racer ist der niedrigere Standard von der Competition. Und da haben wir ganz andere Anforderungen von der Last her. Wo ist der Unterschied zwischen denen und dem? Von der Form her identisch. Ja. Wir haben einmal die Schiene und dann sind es zwei Prozessverfahren in der Herstellung. Also Fakt ist, das Auto sieht mit so einem Sitz auf jeden Fall schon mal 3 Sekunden schneller aus. Nur drei? Locker, oder? Wenn von 20 Kilometer knapp auf der Nordschleife noch ein bisschen mehr. Weil wenn du von hinten reinguckst, alleine so diesen Sitz siehst, in diesem kleinen Auto. Das Witzige dabei ist, ich sitze relativ tief zum Glück, das heißt, du hast relativ viel Kopffreiheit. Das heißt, ich glaube auch, dass so ein Sitz da richtig drin wirkt mit diesen Ohren, weil die mal so richtig mitten frei im Raum stehen. Deswegen. Und ist das der gleiche Stoff wie ein Straßenstoff oder ist er anders? Das ist der Perlenvelour, den wir auch bei Straßenzulassung sitzen. Okay. Normalerweise haben wir beim Standard, muss es auch schwer entflammbar sein. Das heißt, wenn es mal anfängt zu kokeln, zu brennen, dann muss der Stoff oder dann darf der Stoff nur eine bestimmte Länge abbrennen und dann muss er aufhören. Und bei diesem Standard ist eben diese Länge noch mal kürzer. Krass.
Das ist da, da wird der Stoff einfach im Nachgang nochmal behandelt und dann. Die gibt es in verschiedenen Größen auch alle? Oder bin ich jetzt durch Zufall Normgröße und passt da jetzt genau rein? P1300 als Schale ist eine Größe und es gibt aber dann über die Pads gibt es Unterschiede. Mhm. Wenn wir jetzt nach rechts gehen, die Pro Racer, die gibt es in unterschiedlichen Größen. Das sieht man letztendlich schon, wenn man davor steht. Die gibt es einmal hier in der normalen Ausführung, engen Ausführung. Oh. Da geht dann wirklich nichts mehr. Also, ich sag mal so, das wäre für mich tatsächlich die richtige Größe. Allerdings wirklich nur mit Rennanzug und du willst wirklich jetzt 24 Stunden am Stück fahren, so ungefähr. Ne? Dann, aber alleine, ohne einen Beifahrer. So, ja, und alleine und auch halt darauf vorbereitet, dass ich nicht 8000 Mal rein und rauslaufe, die Kameras an- und ausmache und so weiter. Halt, ne? Sondern wirklich nur, ich sitze jetzt in meinem Sitz und fahre. Genau. So, ne? Weil klar, ich sitze natürlich dann halt wirklich genau hier drin. Ne? Also aber ich glaube doch, oben ist ein bisschen zu eng. Ich glaube, oben wäre sogar selbst, weil ich falle hier schon wieder so ein bisschen raus. Das wäre wär so für mich die Größe, sagst du? Ja. Dann probier den, ne? Ja, ist deutlich besser. Ist für jemand, wenn er doch mal mit Jeans und so weiter drin sitzt, was man eigentlich nicht sollte, aber macht es ja trotzdem, schon angenehmer. Ich finde das mit den Ohren ist irgendwie... Für Beifahrer kann man sich so festhalten. Ja, quasi festhalten. Wobei man ganz oft sieht man ja, dass nur einer mit Ohren drin ist und der Beifahrer sitzt eher so normal. Platztechnisch wird es meistens etwas so, ne? Eng. So. Aber ich habe es gemessen, es würden tatsächlich zwei so reinpassen. Okay. Echt bei den 500? Wahnsinn. Würden zwei von den XL müssten da reinpassen. Liegt aber daran, weil wir wirklich den Käfig auf Maß in dem Auto gebaut haben. Okay. Das heißt, die würden halt aneinander stehen und dann dementsprechend über dem Käfig links, rechts so. Dann geht rausgehen. Das nicht mehr. Ja. Ja, nee, also muss schon XL sein hier. Und das hier ist, das ist ja irgendwie so dieses klassische Gewebe. Also klassisch finde ich, dass das, wenn man so, erinnert mich immer an diese Fünfzylinder-Zeiten von Walter Röll und so, da waren die Sitze damals ja auch so. Ne? Ja, genau. Und die gibt es ja noch als Glasfaser-Variante. Mhm. Also heute ist halt jeder im Gegensatz zu dem alten Material scharf auf Carbon, also weil es halt geil aussieht. Aber sonst sind die egal. Oh, das ist so wieder der Kleine. Das ist der Kleine, ja. Das merkt man mir bei direkt. Ja. Naja, stimmt, mal ganz oft sind die Rennfahrer auch wirklich klein und schmal. Und ja, so, ne? Moderne Jockeys. Ja, genau. Scheiße. Doch weniger McDonald's essen hier. Wobei hier, nee, egal wie wenig ich esse, werde jetzt die Hüfte allein schon zu breit für. Merke ich so schon. Ist das echt so eng? Ja, so eng nicht, aber ne, es ist halt, guck mal, ich sitze, ich passe hier. Gar nicht richtig zwischen, also ich sitze eigentlich davor. Ja. Also klar, wenn du jetzt, keine Ahnung, wobei so ein Rennanzug ist ja auch relativ dick, ist jetzt ja nicht so, dass so dünner ist als mein Pulli und so eng anliegend hast du ihn dann auch nicht, aber... Nee, und du sollst auch wirklich drin sitzen und nicht drauf. Mhm. Das ist das Wichtige, diese Schale ist ja, ich sag mal, wie ein Schuh. Soll man festhalten? Wenn er jetzt nicht festgeschraubt wäre, würde ich mit hochnehmen auf jeden Fall beim Rausfinden. Ja, das erleben wir bei manchen Messen auch. Oh, ja. Krass. Weil man fällt halt auch hinter diese Kante. Mhm. Deswegen. Sie mal einsetzen? Ja. Mit deinem 50 Alter. Kilo. Das ist ja für mich schon eng. Ja gut, du hast jetzt so eine Jacke an und... Einen dicken Pulli, ne? Aber trotzdem, das ist schon... Ja, aber du fällst auf jeden Fall besser rein als ich, das sieht man schon. Ja, krass. Schon heftig. Okay, ja, also haben wir geklärt, wir brauchen auf jeden Fall XL. Weil ich sehe leider kein Potenzial, dass ich in den nächsten Monaten noch abnehme. So, okay, die müssen wir noch einmal, das ist eine Mischung aus Pole Position, also Pole Position als Rennsport, oder wo ist der Unterschied zwischen dem und Pole Position? Das ist die Profi, die ist mehr, sag ich mal, für Rallye geeignet. Ah. Also da sitzt du ein bisschen anders drin. Aber sieht der Pole Position schon sehr ähnlich. Ja, ja. Der wäre mir wiederum zu breit. So, also hier in der XL-Version fällst du einfach nur so rein und kannst hier links und rechts noch was weiß ich was machen. Ne? Ich finde den optischen Größenunterschied schon krass. Bei den beiden jetzt, ne? Ja, optisch müssen wir hier eigentlich noch. Ja. 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 Und da bist du jetzt in der Podium drin, die beides auf sich vereint, nämlich FIA Zulassung und Straßenzulassung und AB. Also optisch nach wie vor der schönste und krasseste Sitz. Und der hat auch eine FIA Zulassung. Ja, genau. In dieser auch 5 Jahre. Dünnen Schale. Ja. Krass. Und was da gibt es noch eine Größe von, oder gibt es da zwei Größen auch? Die Größen bilden wir ab, indem wir andere Pads anbieten. Ah, okay. Also die Schale an sich ist gleich groß, ne, und dann kannst du aber ein bisschen anpassen über die Pad-Sizes. Und was das Tolle, was den Sitz ausmacht, ist halt die extrem schlanke Struktur hier. Mhm. Ne? Du hast also nicht, wie normalerweise üblich bei den Rennschalen, einen stabilitätsgebenden Rand hier, sondern
ne, umlaufenden Rand, sondern das ist da halt wegengineert sozusagen und die Stabilität kommt aus dem Aufbau der Schale. Ne? Tobias, kannst du da noch mehr zu sagen? Ne? Also ich finde alleine optisch diese Form finde ich so geil. Ja. So, dass das so rauskommt, aber alles ja, so wie aus einem Guss ist. So ein bisschen ein Indiz für die Zulassung für beide Varianten. Mhm. Wir müssen einmal gewährleisten, dass ein Gurtschloss für einen 3-Punkt-Gurt reinpasst, was wir natürlich bei der 4 ja nicht brauchen, weil ja, da ja. fahren wir meistens 4-Punkt-, 5-Punkt-, 6-Punkt-Gurte. Ja. Da ist der Platz hier nicht nötig, aber durch das, dass wir eben gesagt haben, wir wollen beides, haben wir eben jetzt da diese leichte Ausbuchtung für das 3-Punkt-Gurtschloss. Mhm. Und dann haben wir hier diese Form. Die war bei der Auslegung auch wirklich eines der kritischsten Themen. Fast schade, dass er jetzt hier gerade so im Schatten steht, ne? Ja. Weil schwarz auf schwarz. Nehmen wir die da hinten vielleicht. Schwarz auf schwarz ist so optisch. Wie ist das gewichtsmäßig? Ist das der leichteste Sitz, den er hat? Oder gibt's, das ist der leichteste Sitz, der beide Sachen auf sich vereint, ja. Straße ja. und 4. Also nur die Schale 4,9 Kilo. Es muss immer passen am Ende. Ja. Und optisch sehe ich den aber irgendwie nicht. Nee. Weiß ich nicht. Wäre ungefähr so, wie als wenn ich einen Ferrari-Sitz in das Auto reinstellen würde, übertrieben gesagt. Ne? Weil dafür ist das Auto nicht krass genug, dass da jetzt so ein geiler Sitz drin steht. Weil da bin ich dann doch eher bei so richtig Rennsport wegen Käfig und so weiter. Mhm. Als muss passen. Ja. Muss passen. Ja. Aber ich wüsste noch ein anderes Auto, wo er reinpasst. Aha. Jedes Mal, wenn ich hier, deswegen sagte ich auch, dass ich ihn schon cool finde, weil man hat sonst nie die Möglichkeit, also generell in Autos reinsetzen ist ja immer schwierig, so und dann wirklich mal so Sitze durchzuprobieren, da merkt man dann auch direkt den Unterschied. Weil wenn ich mich jetzt heute hier reinsetzen würde und morgen da rein, ist das schon was anderes, wie wenn man wirklich von Sitz zu Sitz wechselt. Ne? Aber der ist schon krass minimalistisch. Wie ist die Resonanz so im richtigen Rennsport? Werden die da auch schon gefahren? Die werden schon gefahren, ja. Wir haben so einen riesen Auftragsbestand da. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir ein bisschen länger gebraucht haben, um auf die Stückzahl zu kommen. Aber die Resonanz ist super. Mhm. Und also insbesondere auch, wenn der Sitz gleichzeitig Designanforderungen erfüllen muss, ist das ein perfekter Fit. Ja, dafür ist wirklich. Projekte wie. Und jetzt auf der Essen Motor Show werden wir diesen Sitz nochmal speziell präsentieren und wir relaunchen den quasi jetzt dann auch in der erforderlichen Stückzahl. Und können dann auch verlässlich die Sitze. Weil ich behaupte auch nach wie vor, das, was ich mitbekomme, ist, also immer wenn es um Recaro Podium geht, ist gleich so, boah, wo hast du die her? So ungefähr. Wo hast du die her? So ungefähr, weil da gab es ja in der Vergangenheit schon Probleme, dass die nicht schnell genug auch lieferbar waren immer. Ja. Es kamen halt wirklich viele Effekte zusammen. Ein ganz neues, anspruchsvolles Produkt, Corona ja. letztendlich, nur Personalausfall in der Schalenproduktion und jetzt sind wir über den Berg und können verlässlich liefern. Also geht jetzt bald der los. Messe quasi, ne? Also fleißig bestellen jetzt. Ja. Jetzt werden bald alle ausgeliefert. Ja. Aber das Bild muss cool sein, wenn wirklich, keine Ahnung wie viele da kommen, aber angenommen, da kommen ein paar hundert Schalen von sowas mal und die dann wirklich alle abzuarbeiten. Das ist ein ganz tolles Produkt, auch wenn du das handelst in der Fertigung. Einmal, du hast diese ultraleichte Schale und dann wird sie fixiert auf der Fertigungslinie, um dann die anderen Teile zu montieren, ne, die Retainer oder die Halter letztendlich für die Pads und die Pads selbst. Die gibt es nur in Glänzen, ne? Oder liefert ihr die auch in Matt? Carbon gibt es nur in Glänzen. Nur in Glänzen, ne? Ja. Mhm. Weil dann ist es natürlich auch leider so, bei Carbon und Sichtcarbon hast du natürlich gar keine Möglichkeit, irgendwas zu kaschieren. Ja, so, ne? Wenn es falsch ankommt, ist halt einfach genau. direkt Ausschuss und fertig. Ne? Weil genau. du kannst ja nicht anfangen, hier irgendwie hier was auszubessern. Dann diese ganze Kante, die muss ja, weil man guckt halt 1:1 drauf. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Herstellung da auf jeden Fall... Genau, das ist der flankierende Grund auch, warum die Stückzahl vielleicht eher am Anfang ein bisschen niedriger war, weil wir halt all die Themen, wo wir sehr hohe optische Anforderungen haben, die mussten wir ausmerzen. Und das ist leider so. Also du hast halt hier zwei Funktionen. Es ist ein Sicherheitsthema und da kannst du überhaupt keine Kompromisse machen. Und wenn sich einer so einen geilen Sitz kauft, der will ja auch perfektes Carbon von der Optik. Ja. Ja. Aber ich bin nach wie vor fassungslos, dass das Ding auch eine 4er-Zulassung genannt. Weil jeder, der, also so die alten Hasen, die so einen Sitz gewohnt sind, so und jetzt stellst du dir so ein Rennauto vor, wo dieses zarte Ding so drin steht, schon minimalistisch. Ich finde, das Tolle ist eben, dass du die auch in, du kannst quasi jetzt in deinem Straßenauto, was renntauglich ist,
auf eigener Achse zum Rennen fahren und dann da das Rennen fahren. Ne? Und du kannst auch als Gentleman-Driver da am Wochenende mit rumcruisen und hast einen geilen Sitz. Das ist nicht so ein Fremdkörper im Auto. Ne? Also wir fassen mal zusammen die Thematik. Vergessen wir erstmal noch mal für ein paar Wochen. Da tut sich aber was bis zur Essen Motorshow. Genau. Und wir gucken jetzt erstmal Abarth den Pro Racer an. Ja. Bei euch in der Fertigung. Genau. Genau. Wie oft werden die da gebaut? Also ist das jetzt Zufall, dass die heute genau gebaut werden? Oder ist das kundenspezifisch, wird das gebaut? Oder wie ist das normalerweise? Nein, es ist schon ein Standardprodukt für uns. Aber wir versuchen natürlich ein bisschen eine Losgröße zu kreieren, die es sinnvoll macht, auf der Linie das zu fertigen. Also wir sind ziemlich flexibel in der Fertigung. Aber trotzdem macht es keinen Sinn, also auf jeder Station einen anderen Sitz zu haben. Und insofern haben wir heute natürlich einige Aufträge da kombiniert. Das heißt, da werden dann schon immer 10, 20, 30, 50 genau, Stück dann gebaut. Genau, genau. Ich bin gespannt. Los geht's. Hallo. Stell dich mal erstmal einmal vor, damit die Leute wissen, welche Anwesenheit sie genießen dürfen in den nächsten Minuten. Hallo, also mein Name ist Nikolaos Alexandridis. Ich bin Operations Manager hier bei Recaro in Europa und Werksleiter hier in Kelheim. Seit 2017 im Unternehmen. Und ich würde gerne kurz mit euch unsere Prozesse durchgehen, was erklären, was wir jetzt in den letzten Jahren hier aufgebaut haben. Und dann später tauchen wir ein in der Produktfertigung, wo ihr dann ein genaueres Bild davon haben könnt. Wie viele Leute arbeiten hier so? Wir haben insgesamt 22 Leute auf dieser Linie. Zwei davon arbeiten im Bau 3, wo Teile vorbereitet bzw. kommissioniert werden. Mhm. Und 20 Mitarbeiter sind hier vor Ort, wo die Polsterung bzw. Montage der Sitze vornehmen. Und hier werden aber alle Sitze von euch gebaut? Hier werden alle Aftermarket-Sitze produziert, und zwar von Rennschalen bis hin zu Komfortprodukte, Ergomed Orthoped. Und zwar, das ist das Besondere an der Linie, auch gleichzeitig. Das werden wir jetzt auch gleich sehen. Okay, let's go. Die Herausforderung war, dass wir eine Fertigungslinie hinstellen, wo flexibel genug ist, um alle Produkte gleichzeitig fertigen zu können und gleichzeitig auch eine Kombination zu haben von diesen Recaro-Genen, also das Polstern an sich, das Know-how unserer Mitarbeiter, aber gleichzeitig das Equipment herzuholen und zu haben, um alle gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und auch gleichzeitig Automobilindustrieanforderungen. IATF heißt das schöne Ding. Wird hier in dieser Halle schon seit eh und je immer produziert? War das schon immer die Recaro-Produktionshalle? Das stimmt. Also wir haben hier schon immer Produktion gehabt. Die Produktion sah halt ein bisschen anders aus. Ja, da waren wir früher mal auf einer Inselfertigung, wo eine Insel für ein Produkt gab. War aber leider so, dass wir die gesetzliche Anforderung zwar erfüllt haben, aber nicht die IATF-Anforderung, die halt irgendwann mal dazugekommen sind. Und deswegen waren wir auch gezwungen, auch eine Prozessänderung hier vorzunehmen. Das heißt, jetzt zusammengefasst ist es so, dass auf dieser Linie alles produziert werden kann? Genau. Wo man relativ schnell und flexibel ist. Das heißt, heute den Sitz, morgen einen anderen Sitz? Sogar jetzt den Sitz, zwei Minuten später einen anderen Sitz. Ach krass, okay. Also ist wirklich so, dass das, okay, man sieht es jetzt ja gerade auch hier. Das ist ja auch anderer Sitz als der Sitz. Genau, genau. Wir haben tatsächlich dadurch einen One-Piece-Flow realisiert. Und wenn wir später im Prozess durchlaufen, dann werden wir sehen, dass dann auch Produkte, also Rennschalen auch dazukommen, und die werden gleichzeitig geprüft an der Linie und entsprechend auch freigegeben. Und sowas, das wird aber, das kriegt ihr alles geliefert, so Schaum und so weiter alles. Genau. Das sind ja alles, weiß nicht, Spritzgussformen wahrscheinlich irgendwie? Genau, das sind Kaufteile, also wir haben keine Schaumfertigung hier vor Ort, sondern wir beziehen das von unseren Lieferanten. Ist dieser Schaum immer gleich hart oder sind die je nach Sitz unterschiedlich? Nee, das ist unterschiedlich. Immer also unterschiedlich. Schaumhärte ist unterschiedlich je nach Sitz, je nach Konfiguration. Ja, Und dann natürlich auch innerhalb des Schaums wird man feststellen, dass es gibt Bereiche, die etwas härter sind, weil die eine gewisse Unterstützung bringen müssen. Und es gibt Bereiche, die eher weicher sind, weil da ist der Komfort eher im Vordergrund. Okay. Wie viele Sitze werden hier ungefähr gebaut pro Tag? Im Moment sind wir in einem Einschichtbetrieb und wir fertigen hier so circa 160 Sitze pro Schicht. Das sind schon ein paar Sitze. Ihr habt aber auch ein großes Lager hier. Oder gehen die von hier aus immer direkt zum Kunden raus? Wir haben ein externes Lager, wo wir praktisch die Produkte hinliefern und die werden dann kommissioniert zu den Einzelkunden hin. Und die Sitze, die wir für die Automobilhersteller produzieren, die gehen natürlich dann direkt zum direkt Fahrzeughersteller. Von hier. Ja, werden direkt abgeholt hier und sind wahrscheinlich einen Tag später schon in dem Auto drin. Ja, teilweise sogar am selben Tag, ja. Nee, also? Ja, also es gibt ja die Anforderungen immer wieder von OEMs, dass man relativ nah dran an den Kunden sitzt
und entsprechend diese Just-in-Sequence-Fertigung realisiert, dass wir praktisch die Reihenfolge in Ihr Produktionsband hier schon einhalten. Also so produzieren wir die Sitze und so werden die auch dann direkt am Band geliefert. Und bei so einem Sitz jetzt, wie viele Teile haltet ihr davon vor? Also könnt ihr jetzt bei Recaro anrufen und sagen, ich brauche da jetzt 200 Sitze von? Und da habt ihr wirklich 200 Gestelle, Schaumstoffe und so weiter, die Einzelteile von der Lage? Das ist richtig. Also wir haben natürlich eine Prognose, dann bekommen wir durch unser Sales Department, sodass wir Material hier vorrätig haben. Und gleichzeitig, wir haben auch einen Sicherheitsbestand an Fertigprodukten in unser externen Lager, sodass wir so schnell wie möglich Sitze ausliefern können. Das heißt, los geht's mit Metallgestell. Genau, also wir haben hier die kommissionierten Teile, die sind nach Aufträgen kommissioniert. Da sehen wir auch die Aufträge mit der Seriennummer. Das sind so kleine Zettelchen mit vielen Barcodes drauf. So werden die Teile hier angeliefert und der Prozess geht jetzt hier los. Vormontage von diesem Produkt. Der Mitarbeiter hat am Arbeitsplatz einen Bildschirm, wo er seine digitale Arbeitsanweisung bekommt, sobald dass der den Auftrag einscannt. Also somit kriegt er die individualisierte Arbeitsanweisung für dieses Produkt angezeigt. Muss er entsprechend dann weiterfertigen und wir haben eine Unterscheidung von Arbeitsplätzen, wo Vormontage bzw. Polstertätigkeiten durchgeführt werden. Die sind, sage ich mal, relativ einfach. Wir haben aber dann gleichzeitig unsere Arbeitsplätze, wo Sicherheitsmerkmale bearbeitet werden. Zum Beispiel Verschraubungen von Airbags oder Verschraubung von Lehne zu der Sitzstruktur. Und die sehen ein bisschen anders aus. Also da ist ein bisschen mehr Technik drauf. Wir müssen ja die Anforderungen, die ETF-Anforderungen erfüllen. Und da haben wir zum Beispiel Equipment wie Elektroschrauber, wo wir Drehmoment und Drehwinkel überwachen und sicherstellen. Wir haben Positionierungsüberprüfung, wo der Mitarbeiter verschraubt. Es ist nicht nur so, dass wir vorgeben, wie viele Schrauben, mit welchem Drehmoment, sondern wo genau verschraubt werden darf. Also, und davon gibt es zwei unterschiedliche Arten. Das gestaltet sich mit so einem Carbonarm zum Beispiel, wo wir die Positionierung durch Sensorik aufnehmen. Da ist die Sensorik hier oben drauf und natürlich die Länge von der Arm. Und die zweite Möglichkeit für niedrige Drehmomente wären solche GPS-Systeme, zum Beispiel für die Verschraubung von Airbags. Wie, ach, das Ding erkennt von oben, wie ich es angezogen habe in dem Moment? Genau, also erkennt, wo der Schrauber steht. Hier ist der Sender, da ist der Empfänger. Erstmal wird die Position überprüft und entsprechend mit dem Scannen vom Barcode wird das richtige Programm angewählt in der Steuerung und in der Atlas Copco Steuerung, wo wir dann die richtigen Drehmomente und Drehwinkel anziehen. Okay. Das heißt, es ist auf jeden Fall alles immer überwacht, auch nach der Produktion, dass alles richtig angezogen wurde. Genau, also wir haben eine Verpflichtung zur Datensicherung und in etwa 15 Jahren. Unser MES-System ermöglicht uns, dass wir die Daten für immer da haben. Und zwar, die werden abgesichert zum Seriennummer vom Sitz und wir können jederzeit reinschauen, wie der Sitz hergestellt worden ist. Welche Werte waren da, welche Drehmoment, Drehwinkel und so weiter und so fort. Das ist immer so ein Punkt, da denkt man immer gar nicht drüber nach, wie hoch das Sicherheitslevel eines Sitzes dann doch ist. Ne? Man denkt bei Sicherheit immer mehr an Bremse, Fahrwerk, ABS und sowas, ne? Aber gar nicht über den Sitz. Ne? Aber der Sitz ist es halt auch. Alleine, weil alleine der Anschnaller ja auch am Sitz mit fest ist. Genau, genau. Also Kurzschluss zum Beispiel, aber auch die Verschraubung zwischen Lehne und Sitz ist auch sicherheitsrelevante Verschraubung, weil in einem Fall vom Crash, also da muss natürlich das ganze System halten. Das heißt, auf einem so einem Wagen ist jetzt immer eine Rückenlehne komplett? Hier sind mehrere, also können bis zu drei Rückenlehnen dabei sein. Und so wie man hier sieht, bei diesen Teilen, wo noch dazu kommen, gibt es den Auftrag dazu, wo Informationen wie Seriennummer, Identnummer von dem Bauteil beinhaltet sind und natürlich die Anzahl von der Sitze. Jetzt in dem Fall ist es natürlich immer eins und der Jobnummer, weil in einer Jobnummer könnten zum Beispiel 20 Sitze drin sein. Also da je nach Bestellungen wird das gestaltet. Ah. Das sieht nach so einer typischen Sprühkleberkabine aus. Aber das hat man halt in jeder Fertigung. Irgendwo gibt es immer so eine Kabine, die halt nun mal nicht blitzeblank sein kann, weil wer mit Sprühkleber sprüht, geht halt überall hin. Ne? Genau, also das ist richtig. Hier fängt der Prozess an. Hier werden die ersten Teile auf die Schalen, auf die Rohschalen draufgeklebt. Neueste Technik, was die Absaugung angeht. Es geht auch Richtung Arbeitssicherheit, dass wir sicherstellen, dass der Mitarbeiter natürlich die Dämpfe nicht einatmen muss. Aber das ist ja schon so eine Arbeit, wo man schon ein bisschen Erfahrung für braucht, ne? Weil gerade mit Sprühkleber, das Ding klebt halt auch schnell mal schräg drin und dann ist halt Feierabend für den Sitz. Ne? Genau, genau. Und da, das ist ja die Herausforderung, diese Kombination zu finden von
Know-how, von Erfahrung von unseren Mitarbeitern und natürlich jung, dynamische Leute, die unsere Mannschaft sich immer wieder anschließen. Da erfolgt das Ganze über Training hier vor Ort mit unseren erfahrenen Mitarbeitern. Und an jeder Linie, jede Produktionslinie haben wir zusätzlich einen Trainer, der die Mitarbeiter fachlich unterstützt, wenn der Bedarf da ist. Kann jeder Mitarbeiter theoretisch jede Position hier bei euch? Genau, es gibt eine Qualifikationsmatrix, wie gesagt, wo wir festschreiben, welche Tätigkeiten welche Mitarbeiter machen darf. Und natürlich, die meisten Leute hier sind tatsächlich in der Lage, an jedem Arbeitsplatz zu arbeiten. Vom Kleben bis zur Montage, Prüfung und so weiter und so fort. Haben wir irgendwo so eine Rohschale mal, wo noch gar nichts drauf ist? Darf ich hier mal rausnehmen, Janik? Ja, das können wir machen natürlich. Boah, krass. So werden die hier angeliefert, auch mit dem entsprechenden Prüfprotokoll und Seriennummer von unserem Lieferanten, sodass wir auch die Informationen mit in unser System tracken können. Aber krass, wie viel von dem Gewicht des Sitzes am Ende wirklich nur die Schale ist. Ja. So, ne? Weil das Ding ist ja schon... Ja, schon. Aber auch geil ist halt auch, wie massiv diese Verschraubung ist. Das sieht man ja auch von außen immer gar nicht so, ne? Von außen denkt man immer, es ist ein Loch mit einer Mutter hinter, ist dann aber doch so eine riesen Platte hinter. Er muss halt das ganze, die ganze Kraft dort aufnehmen. Bleibt diese Schale über Jahre immer gleich oder passt man die auch mit der Zeit irgendwie an, von der Form her, weil die Leute einen anderen Rücken bekommen, breiter werden, dünner werden? Also wir haben unterschiedliche Produkte im Angebot, insbesondere jetzt für unsere Schalen. Wir haben große L, M und XL zum Beispiel im Angebot und somit kann jeder sich das Passende raussuchen. Also Schritt 1, Sprühkleber. Genau. Für Matten zum Festmachen, Klettverschluss und Polsterung. Genau, und die Schäume kommen teilweise hier dran. Das ist natürlich, hängt vom Produkt ab, aber in den meisten Fällen werden tatsächlich auch hier die Schäume draufgeklebt und dann geht es rüber zum Polstern. Aber hier sieht man wenigstens mal schön, dass auch nicht auf so einem Schalensitz überall der gleiche Stoff ist. Ja, genau. Sondern hier im Bereich Gurtschluss viel, viel härter. Und hier ist nochmal so, was hat das? Das ist einfach, sich für den Kopf weicher anfühlt? Genau, genau. Das ist die Anforderung an Komfort. Somit haben wir uns für ein anderes Material entschieden, der das hergibt. Und gleichzeitig natürlich spielen auch andere Faktoren mit rein, zum Beispiel die Machbarkeit, die Verbaubarkeit hier in der Produktion. Das dient auch dazu, dass das Bezug schön draufklettert, schöner Sitz, genau, und schöner Sitz dann später wegen Optik. Okay. So. Hallo. Teamleiter in der Produktion, der wird dann auch später übernehmen. So wie man hier sieht, natürlich hier haben wir auch bestimmte Produkte, wo solche Sicherheitsmerkmale haben, Sicherheitsverschraubungen, dafür sind diese Arbeitsplätze hier positioniert. Aber bei der Aftermarket-Schale geht es da weiter mit unserer Polsterung. Aber hier haben wir eigentlich genau meinen Sitz, ne? Wenn ich richtig informiert bin. Müsste ja ein Pro-Racer sein. Genau. Wie lange brauchst du für so einen Sitz? 25 Minuten circa. Ich kenn's auf jeden Fall, wenn man einmal so einen Bezug runtergenommen hat, weil man den irgendwie, keine Ahnung, was draufsticken wollte, wie auch immer. Du kriegst den niemals wieder so drauf, wie er ursprünglich mal drauf war, ne? Willst du mal probieren? Boah. Magst du den Philipp mal? Das Anstrengende hast du ja, glaube ich, gerade schon gemacht, ne? Das sah ja schon... Du kannst ihn kletten. Komplett runterziehen. Also hier einfach. Hier zwei Linien. Also du gehst mit dem Flat hier oben am Schaum, genau an der Ecke links und rechts. Du fährst einfach einmal. Ich mach eine Seite, du machst die andere. Okay, das ist natürlich, wenn man hier falsch ansetzt, wirst du es eh gleich wieder. Dann ist vorbei. Wirst du eh gleich wieder losmachen, ne? Lass mal hier Platz machen. So richtig mit Spannung drauf? Ohne Spannung. Also das ist nicht. Ja, der Nachteil an Klett ist halt, ne? Der klettet sich halt gerne immer. So, dann nehmen wir schon die erste Welle drin. Wollte ich gerade sagen, so wie ich unseren Dennis kenne, der wird das. Der macht eh nochmal los, ne? Aber ey, der Wille ist da, ich würde sie. Dass es immerhin einigermaßen anliegt. Warte, ich halte es jetzt so, dass es perfekt passt. Dass man da den Übergang hat für einen Gurt, ne? Ja. Ist die genauso dick wie eine Pole Position Schale oder ist die auch schon dicker? Da gibt es unterschiedliche Stärken, je nach Material natürlich und Anforderungen an das Produkt. Ja. Hier ist jetzt gerade schon Draht drin, ne? Ja, das wird mit eingenäht sozusagen. Und dafür ist auch diese Kante hier, um da später diesen Draht reinzulegen? Genau, um das zu spannen, genau. Der fährt unten und oben komplett geklebt an der Schale. Und das Logo auch.
sind so kleine Schutzvorrichtungen, sodass Resteschale nicht verschmutzt wird mit Kleber. Ah, also der Bezug ist nicht nur rübergezogen, sondern ist auch noch verklebt an den Stellen. Verklebt, genau. Ja, spätestens da würde es dann auf jeden Fall scheitern am selber machen. Weil dann. Die Schale ist dann für dich, oder? Das ist die Schale, die bei mir ins Auto kommt am Ende? Ja. Ah. Das ist eine Schale. Dann kann ich sie ja doch vermurksen. Wo kommt die rein? In Abarth. Wobei Kleber und ich ist keine gute, weil man sieht ja so schon, da brauchst du wirklich Ruhe und ja, also Ruhe. Ist das so ein schnell trockener Kleber oder? Das ist ein Zwei-Komponenten-Kleber, also der trocknet so weit aus, dass er nachher gar nicht mehr klebt. Er klebt nachher nur mit der anderen Seite wieder zusammen. Ah, ich verstehe. Du wirst später nicht spüren, dass er klebt. Das heißt, da ist jetzt auch keine Eile hinter? Oh doch, wenn er zu hart wird, dann. Ah, dann geht auch nicht mehr, okay. Weil, aber das ist jetzt ja schon so eine Sache, wenn da jetzt einmal der Tropfen irgendwie falsch auf Bezug kommt, ist doof. Ja, dann gibt es Nacharbeit, dann muss das Ganze getauscht werden. Weil da könnte ich mir schon vorstellen, dass man den Kleber aus dem Bezug auf jeden Fall nicht mehr rauskriegt. Nee, kriegt man auch nicht mehr raus. Aber klar, wenn so ein Bezug halt vernünftig halten soll an den Stellen, also man könnte es vielleicht auch irgendwie schrauben oder so, aber dann hast du halt Schrauben von außen. Da haben wir solche Anwendungen. Das Problem ist, dass man A, die Schrauben von außen sieht und B, die Löcher, die für die Schrauben da wären, die schwächen natürlich das Produkt. Mhm. Und es ist genau der Punkt oder der Bereich, wo dann später die meisten Kräfte da ankommen, vor allem von meinen Crash. Wie viele von den Schalen schaffst du so pro Tag? 20. Aber guck mal, wie akkurat diese Klebekante hier so ist. Ja, das ist ein bisschen Übung mit drin. Ne? Also ich hätte es abkleben müssen dafür. Mike hätte es auch hinbekommen, aber dafür hat er zwei Tuben drauf. Ja. Nee, aber auch so die. Weil es sieht ja wirklich aus, wie als wenn eine Klebeschablone drauf war, dann der Kleber und dann abgezogen. Ne? Das, was ich davor gemeint habe, das Know-how, das Recaro-Genen, ja, die stecken in dem Bereich drin. Ja. Das sind Sachen, die man, sag ich mal, ohne Schablone schlecht spezifizieren kann. Und wenn man Schablone hier drauf verwendet, der hinterlässt hundertprozentig Reste außerhalb des Klebebereichs. Und somit ist natürlich die Erfahrung von unseren Mitarbeitern Gold wert. Gold wert, ja. Wie lange bist du schon hier? 7, 6,5 Jahre. Obwohl recht jung, sehr viel Erfahrung. Was ist dein Lieblings-Recaro-Sitz? Welches wäre so? Position eigentlich. Probier, geht am schnellsten und sieht am besten aus. Also von der Fertigung her jetzt? Fertigung, ja. Und vom drin sitzen so? Pole Position. Auch Pole Position. Ja. Standard. Ja, je nimmst du fast. Pole Position ist einfach beste. Der ist auch Alltagspolster. Ja. Gut, im Anschluss gibt es nach der Polsterung, das sieht man da vorne, es gibt einen Trim- und Finishplatz, wo das ganze Produkt nochmal inspiziert wird, entsprechend auch gereinigt. Mhm. Und danach kommt diese End-of-Line-Prüfung, wo wir nochmal einen Mitarbeiter haben, der genau hinschaut, wie das Produkt ausschaut. Dann je nach Produkt natürlich werden auch irgendwelche Prüfungen gemacht, wenn elektrische Systeme drauf sind, jetzt bei Schalen nicht der Fall. Aber da machen wir für die Schalen zum Beispiel Bilder, was den Auslieferungszustand von Recaro angeht. Also so verlässt diese Schale unser Haus. Mhm. Und danach geht es gleich zur Verpackung, das Ding wird in einen Karton zugemacht und wandert dann Richtung Kunde. Das heißt aber eigentlich kann man schon sagen, nur zwei Stationen für die Montage für den Sitz. Einmal Schaumstoff, einmal Bezug und dann nur noch Endkontrolle. Genau. Endkontrolle, also Trim und Finish, Endkontrolle und Verpackung. Ja, also ist ja da doch nochmal abgemacht hier mein Kettverschluss. Also er war nicht perfekt genug, dass er bleiben konnte. Aber da ist ja gerade Kleber drauf, ne? Mhm. Und du fässt da gerade so den Kleber an. Als, ja, aber der klebt nicht. Als wenn, also, du kannst ihn anfassen. Ach krass. Der klebt nicht. Also du spürst nicht, dass er klebt. Der klebt erst, wenn du. Aber wenn du jetzt zu lange wartest, dann würde auch gar nicht mehr. Leicht zu trocken, genau. Dann könnte es ein bisschen erwärmen. Ja, das ist wieder so ein Beispiel dafür. Mit dem richtigen Klebstoff ist es dann wieder deutlich einfacher. Ne? Nimmst du den falschen Kleber, passiert da wieder. Wirst du wahnsinnig. Dauert es in Summe länger, so eine Schale zu machen oder einen normalen Sitz? Mit Lehne und so. Schale. Dauert echt länger, wegen Verkleben, weil es mehr Handarbeit, ja, genau, mehr Kleinigkeiten sind. Ne? Genau. Das hat jetzt nicht mit Korrektur zu tun, von deiner Arbeit, sondern es ist tatsächlich so, nach dem Verkleben wird das nochmal angepasst, weil da kamen Spannungen drauf auf dem Bezug und da muss halt entsprechend korrigiert werden. Wie ist das bei dem Sitz jetzt mit Variationen? Kann man da irgendwas dran variieren oder gibt es nur die Version genauso? Also die ProRacer gibt es ja in
Teflon-Carbon in normalem Standardgröße und XL-Größe. Dann haben wir die Glasfaser auch in den beiden Größen. Es gibt unterschiedliche Bezugsvarianten und bei Profi-Rennfahrern ist auch häufig so, dass die zum Beispiel auch zum Anmessen vorbeikommen und dann wird noch der Schaum geschnitzt, damit das wirklich hundertprozentig perfekt passt. Und dann wird beispielsweise auch der Name eingestickt, damit es da keine Verwechslung im Rennteam gibt. Und verschiedene Stoffvarianten, heißt aber nicht, da gibt es jetzt nicht irgendwie Leder und Alcantara und so, sondern das nicht. Nee, also Perl und Velour hat sich bewährt im Motorsport. Ja, ist das Beste. Das ist jetzt einfach nur ein bisschen Wasserdampf, um einfach so ein bisschen Spannung, Falten rauszunehmen. Kann man damit theoretisch auch, wenn man sieht ja ganz oft Sitze, die so ein bisschen Druckstellen haben, weil, keine Ahnung, mal einer übers Wochenende was drauf liegen lassen hat. Aber kann man auch von zu Hause das Bügeleisen einfach nehmen, theoretisch? Ja, ich würde dann probieren, Handtuch mitzulegen. Genau, in dem Bereich. Und dann durch das Handtuch durch. Bügeleisen drüber, aber nicht zu heiß. Ja, die haben schon eine gute Temperatur, aber jetzt nochmal abdecken. Ich würde mich langsam rantasten. Weil alle im Bügeleisen, die sitzen ja nochmal wieder. Gerade so Rücksitzbank hat man das ja ganz oft irgendwie mal was drauf liegen lassen, bumm, hat man da eine kleine Stelle drin. Ne? Ja. Geil. Ja, die Ohren machen es halt, es sieht halt gleich ein bisschen, weiß ich nicht, für mich ist das gleich so Rennsport. Eine Liga mehr Rennsport auf jeden Fall irgendwie, ne? Gleich so. Sieht gleich irgendwie ernster aus, ne? Irgendwie gleich so, okay, alles klar. Und ich glaube leider auch, man unterschätzt, wenn man sich in dem Sitz sicherer fühlt, wie viel mehr man sich gleich auch traut, auch wenn man sich selber sagt, nee, jetzt ist gut so ungefähr, mehr mache ich nicht, ne? Aber selbst wenn du nur in dem Sitz sicher sitzt, wirst du gleich automatisch schneller fahren. Ja, und wenn du auch gut sitzt, weil stell dir vor, du rutschst da hin und her und bist die ganze Zeit in Bewegung, du kannst dich überhaupt nicht konzentrieren auf das Rennen. Und dann noch dieses gute Gefühl, sicher, mir kann nichts passieren. Das Gute ist wir haben eine hohe Erwartungshaltung an dich, oder? Das Gute ist, ich werde diesen Samstag direkt testen. Ja, geil. Okay. Und du? Ist Endkontrolle angesagt. Ist eigentlich fertig. Genau. Das Produkt ist leider noch nicht freigegeben. Die Freigabe erfolgt tatsächlich erst nach dem Wiegen. Ganz am Ende nach dem Wiegen, ne? Wenn das Gewicht innerhalb der Spezifikation ist, dann ist es freigegeben und dann kann überhaupt versendet werden, weil diese Seriennummer bzw. unser MES-System und ERP-System ist mit unserem Warenausgang auch mit verbunden. Und wenn das Teil hier als ENIO deklariert wird, kann da nicht weiter verarbeitet werden. Das heißt, wenn ein Sitz zu schwer ist, geht er auch gar nicht raus hier. Ja. Sympathisch. 2027, 5 Jahre. Ah, das Auto so lange lebt. Hoffen wir es mal. Wird schon. Kannst du ja mitnehmen ins nächste Auto. Wird schon. Ich würde mal behaupten, dafür bist du verantwortlich. Dahinter werden dann die OEM-Sitze gebaut? Also wenn ihr für Fahrzeughersteller und so weiter was baut? Genau. Da ist ein Fertigungslinien zum Beispiel, wo man Frontsitze und eine Rücksitzanlage für eine OEM fertigen. Die Linie sieht halt ein bisschen anders aus. Wie ist so das Verhältnis zwischen OEM und, ich sage jetzt mal, Sportsitze? Gleicht sich das ungefähr aus, wie viele Sitze ihr da baut? Oder baut ihr mehr OEM-Sitze? Nee, wir bauen mehr OEM-Sitze. Ja. Aber hier vor Ort werden nur Autositze gemacht? Nicht irgendwie Flugzeugsitze nicht und sowas auch alles nicht? Nein. Nur Autositze. Drehstühle, genau. Bürostühle, ja. Genau. Drehstühle werden auch hier gefertigt, komplett mittlerweile hier bei uns gefertigt. Aber ansonsten haben wir nichts anderes. Ach so. Aber die Drehstühle werden auch komplett hier gefertigt, das wusste ich gar nicht. Genau. Ist das eine ähnliche Linie? Wie muss man sich das so vorstellen, oder? Der Sitz wird komplett hier drauf gefertigt, auf der Linie. Mit allen Anforderungen, die wir an unsere Autositze stellen. Und das Dreckkreuz wird separat an einen anderen Arbeitsplatz montiert. Also qualitativ wirklich genauso wie die Autositze? Genau. Hier sieht man das, was ich davor erwähnt habe, dass gleichzeitig mehrere Sitze, ganz unterschiedliche Sitze gefertigt werden. Da haben wir einmal den einen Strang von der Seite, wo Komplettsitze bzw. Module gefertigt werden. Und auf der Seite werden Schalen gefertigt. Was halt eigentlich krass ist, ihr macht so einen Aufwand für so einen Rennsitz, wo man ja wirklich sagen muss, 99% der Kunden, die den Sitz bekommen, denen ist im Rennsport alles egal. Also ob da jetzt ein Fussel drauf ist oder eine Falte drauf ist, dass dem sowas von peng. Das Ding kommt, wenn du Pech hast, nach der ersten Ende des EM einmal ist. So, der kommt rein und muss einfach nur funktionieren. Ja. Der muss nur funktionieren und nicht, klar, der darf nicht drücken, aber ich behaupte, dass die meisten Sitze beim Einbau schon zerkratzt werden, weil es halt so durch den Käfig da irgendwie reinwurschteln.
Das ist richtig, aber wir können halt keine unterschiedlichen Anforderungen hier an dem Arbeitsplatz stellen. Also das heißt, wir haben die Anforderung, dass wir 1A-Qualität ausliefern, und zwar für unsere, alle Produkte. Und nur so können wir das auch sicherstellen. Wenn wir anfangen, also bei dem brauchst du auch nicht so genau hinschauen, dann gibt es schon Probleme. Ist auch immer dann so Auslegungssache, was heißt nicht so genau hinschauen. Genau. Das heißt so, wenn hier jetzt irgendein Fehler dran wäre, dann versucht ihr aber schon den Sitz zu retten. Also kann sein, dass ein neuer Bezug drauf kommt, kann sein, dass der Bezug auf eine andere Schale kommt. Genau, es gibt bestimmte Nacharbeiten, die zulässig sind und das ist alles definiert in der Nacharbeitsprozess. Genau. Jetzt ist der Schaden freigegeben. Natürlich, unsere Linie entscheidet selber. Das heißt, jetzt wird als nächstes gewogen? Nein, das ist jetzt die End-of-Line-Prüfung. Jetzt bei solchen Produkten, Schadenprodukte, sind Bilder, die wir da machen vom Produkt und der Auslieferungszustand und mehr ist es nicht. Bei dem anderen Produkt gibt es auch andere Anforderungen, irgendwelche elektrische Prüfungen oder Auslieferungsposition einstellen. Aber das heißt, ihr fotografiert echt jeden Sitz, bevor er rausgeht? Ja, und wenn ihr zu nah dran an der Linie seid, dann werdet ihr auch mit fotografiert. Geil. Und verewigt in unserer Datenerfassung. Das wäre schon cool. Da es ja deiner Sitz ist, würde ich sogar vorschlagen, dass du dich da... Wo muss ich mich hinstellen? Also vier Kameras im Einsatz, sodass wir den Sitz von jedem Winkel fotografieren können. Weil wer weiß, was mit dem Sitz alles noch passiert. Ne? Das heißt, das war es jetzt theoretisch in Sachen Produktion erstmal. Jetzt kommt noch Wiegen am Ende. Wiegen und Verpackung, genau. Geil. Das will ich unbedingt sehen. Diese Label jetzt, sozusagen, kann man nachvollziehen, alles wie der Sitz gelaufen ist. Und natürlich eine Besonderheit. Diese Produktionslinie ist einmalig. So etwas gibt es nirgendwo anders. Das heißt so, dass die Sitze so automatisch rumfahren zu den Einzelstationen, ist wirklich das erste Mal hier. Ich muss unbedingt ein Foto von dem Sitz auf dem machen. Aber vom Gewicht, ne? 9,8 Kilo. Genau. Und das ist innerhalb der Spezifikation. Und somit kriegt er auch entsprechend ein Label da dazu. Wenn das außerhalb der Spezifikation wäre, dann würde er den Label ja nicht dazu bekommen. Ja, 9,8 Kilo, Romy. Ist ein bisschen schwerer als mein alter Sitz. Muss ich doch abnehmen. Das muss ich ausgleichen. Das muss ich ausgleichen bis Samstag. Nee, wir fahren aber bis Samstag nicht mehr zu McDonald's. Das Problem ist, wenn ich werde jetzt wieder gesteinigt für dieses McDonald's-Essen, aber ich behaupte, wenn ich andere Sachen essen würde, würde ich eher zunehmen. Noch. Ich glaube bei McDonald's ist ja meistens immer nicht viel drin. So, ne? Das ist da halt und das gleich wieder Hunger. Ja, isst du denn Salat bei McDonald's? Nee. Salat und Wasser bestelle ich immer. Ich würde sagen, auf jeden Fall danke, dass wir das hier sehen durften. Vielen Dank für die Führung, war sehr interessant. Vielen Dank an den Sitz, an Recaro. Essen Motorshow sehen wir uns auf jeden Fall. Ihr seid ja auch wieder vor Ort. Wir werfen jetzt nochmal einen Blick in die Näherei. Das seht ihr dann vielleicht irgendwann in einem anderen Video. Für dieses Video ist jetzt hier erstmal genug. Wir haben ein bisschen was zum Thema Rennsport, Recaro und Fertigung gelernt. Sehr, sehr, sehr toll hier. Vorbildlich. Vielen Dank für die Führung. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Das hat uns sehr gefreut. Und weiterhin so ein Qualitätsanspruch. Weil man sieht irgendwie schon, dass hier Qualität erzeugt wird. Vielen Dank. Und nicht. Jetzt sind wir gespannt auf Samstag. Und Samstag, genau. Ja. Hoffentlich melde ich mich nicht Sonntag, dass wir noch einen Sitz brauchen. Nee. Ja, machen wir so. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.